Alter, Anno wirft aber auch einfach mal mega Licht hier in den Raum, ne? Ja, kann ich mal im Kuchen so ein bisschen den Windspiegel, ne? Haarrichten. Sitzt auch alles ordentlich. Die Jacke so ein bisschen mehr leger. Na, nein, natürlich nicht. Kein Schwachsinn, sondern jetzt auf Continue gehen. Pickles Diner LTD. Na, ist so richtig Beef am Start. Der kleine Zeitungsverkäufer da gerade. Wir gucken sie alle, wie die Dahlia Staffellauf hat vielleicht. Auf jeden Fall schwer beeindruckt die Leute davon, dass das Schiff an den Start geht. Da. Und da sind wir wieder zu Hause. Goddamn. Wundervoll. Ein neues Level erreicht. Sehr schön. Da hier sind meine Farmer und ihre Farmerhäuser. Hier geht ja nachher die schwere Großindustrie an den Start. Von daher, wir gucken mal, dass wir uns hier noch so schön auf den Haufen rumdrucksen, drücken. Dün. Das hier ist doch ein Warehouse, da kann ich mal eben abchecken. Oh, Fisch ist auf dem absteigenden Ast. Da brauchen wir noch eine Fischerhütte tatsächlich. Wer hätte es gedacht? So, und hier, zack, direkt angeschlossen. Jetzt brauche ich aber noch einen Bauer. Wir haben ein paar Gabeln zu wenig. Farmer-Residenz. Ich bin der Farmer, ich bin geboren auf dem Land und mecke Kühe. Ich kriege keine Frau, ich tue, was ich kann. Und mein Daddy ist froh, dass ich Tracker fahren kann. Hier keine Frau. Ja, hier ein paar. Zack. Ein paar Straßen noch. Da ihr euch auch schön vernetzt fühlt, nicht wahr? Gürtlash. Schmeckt. Riecht also scheiße. Kohle steigt stetig voran. Und machen wir mal schön entspannt weiter. So. Und du bist jetzt hier. Nochmal eben hier. The Roots. Trade Routes. Charter. Okay, Job's done. Jetzt müssen wir hier nur auch irgendwie mal ausreichend Hopfenglöd reinbekommen. Hops. Greatly decreasing by minus 7. Flagship awaiting instructions. Ernsthaft? Warum haben wir hier eine Quote von minus 7 bei Hopfen? This is the way the farmers ride. Hobbledy hoy, hobbledy hoy. This is the way the farmers ride. Hobbledy, hobbledy hoy. Hey! Guckt euch das an. Das majestätische Federvieh hier oben. Ja, hoch hinaus, wa? Das ist echt geil. So, wir haben genug davon. Hier wollten wir irgendwo noch Industrie in Start bringen. Was war das? Zinkdepot. Stand der Bär da gerade? Da er steht, oh mein Gott. Ich habe gerade Wölfe gehört. Es ist einfach wunderschön. Mal im Ernst. So, hier Schnapsproduktion. Damit die sich schön einen hinter die Binde kippen können. Was können wir überhaupt sonst so anpflanzen? Kartoffeln. Hopfen und Nitro. Was ist denn das auf Deutsch? Limestone Deposit, Kupfer. Ach, hier haben wir einfach eine Übersicht dafür auch schon. Das ist ja sehr geil. So, wir bauen das Warehouse. Wir machen hier Clay Pits. Und direkt mal hier die guten Straßen. Schaut euch das an. Oh, das ist ja perfekt. So. Die Brick Factories können wir direkt einfach da bams noch eine hinballern. Upgraden. Zack. Und die normale Straße. Ja, so schön unauffällig an der Küste entlang. Das ist doch super. Zack. Läuft. So, das hier jetzt natürlich alles stark rapide decreasing. Die ganzen Ressourcen. Okay. Ja, cool. Und für die Segelproduktion. Das möchte ich nämlich dann jetzt auch ganz gerne an den Start bringen, dass wir hier hinten einfach dann mal. Aber ne, die Tiere da hinten lassen wir erstmal noch in Ruhe. Aber ich will gerne eine ordentlich florierende Segelproduktion hier hinten haben. Ihr kriegt natürlich gleich auch noch alle Zugang zu einer Straße. The land can only be farmed if there are enough fields.
We must plant them. Wie auch I'm immer. Not going to say I didn't think it possible. Hier sind doch genug Felder. Ich hab sie da hingesetzt. Hier ist no quest. Ist in Ordnung. Ja, kommt gleich. Siehst du, da kommt direkt eine Lieferung angelatscht. So, und dann Segelproduktion. Zwei hätte ich davon auch noch gerne, aber da brauchen wir mehr Holz und mehr Steine für. Thrawn, grüße ich und ein zartes Hallo für dich von der Tapete. Gib mir ein T, ein A, ein P, ein... Und eine Ete, was heißt das? Magieras! Richtige Einstellung, mein Freund. Genau so läuft das hier. So, hier mal eben abchecken, wie zufrieden die alle sind. Es ist genügend Essen da und sonst was. Brot. Sie hätten gerne... Hätten Sie gerne noch mehr Brot? Benötigen Sie noch etwas? Happiness. Ah, nee, das Brot geht gerade zum Neige. Also, hier nochmal, zack. So ein Weizen gelöt. Stellen wir hier mal hin. Unsere Stadt wurde hässlicher. So, hier kommt auf jeden Fall auch noch mal eben eine Straße von dem. Zum Warehouse einfach ganz stumpf. Ja, kann man machen. Aber hier auch noch eben... Oh, fuck. Das war falsch. Nämlich hier so außen rum den regulären Weg. Zack. Du kannst hier noch ein paar raushauen, ne? Destruction Area blocked. Zack. Da-da-da-da-da-dam. Auch sieht jetzt grown ugly, ja? Junge, so was? Was fehlt dir? No warehouse in range. Das hier ist ein. Oh, es fehlt ein Stückchen Straße. Ne, wir nehmen hier natürlich eine normale Straße. Demolish. Geh mal weg da. Zack. Hart demoliert. Jetzt hast du eine Straße. Fields might help. Du bist doch schon fast komplett ausgelastet hier, aber okay. Einfach zuballern. Zack, fertig. Oder? Jetzt hast du 144 von 144. Und dann natürlich noch eine Mühle. Und ein Bäcker. Zack. Und damit die CD auch ein bisschen hübscher bleibt, nehmen wir ein paar Bäumchen hier. Ihr sollt euch auch wohlfühlen in eurer City. Und das hier macht die City ja wohlfühlbarer. Ihr seid noch immer nicht damit zufrieden. Ist das nicht hübsch genug hier? Was ist hier? Da habe ich schon was hingesetzt. Hier, dann nochmal. Da so ein bisschen was. Hier. Bababam. Ja, na also. Mehr Bürger. Oh, wir müssen hier tatsächlich nochmal. Da, Fug. Ja, okay, das ist jetzt hier die alte. Ach, es ist ausreichend in Range. Zack, Upgrade, Upgrade. Gut, das ist jetzt dann wieder so ein Selbstläufer. Hochziehen, hochziehen, zack. Dann seid ihr auch komplett connected. Aber hier muss ich mir jetzt dann, glaube ich, tatsächlich nochmal was überlegen mit der Kolonialisierung. Pharma-Residenz. Das wird alles größer. Oh, das City has grown uglier. Können wir jetzt erstmal die Straßen durchziehen? Wupp. Ich will meine Ziele ja gar nicht aktiv haben. Wer will das schon? Es sei denn, jemand, der so total auf Akli steht. Fully grown tree. Ist das nicht hübsch? Ey, wir sind echt so gerade auf einem harten Grad zwischen hübscher Stadt und echt porthässlich, ne? Ist gar nicht mal so easy, das Ganze zu balancen. Ja, hier der Industriezweig, halt auch nicht das Allerschönste. Nochmal im Warehouse gucken, wie verhält sich das so? Oh, ey, unsere Lehmproduktion geht gerade richtig steil, ne? Nur... Verkaufen. Hier auch. Verkaufen. Runter, bis wir bei 40 sind. Und hier runter, bis wir bei 48 sind. Das ist in Ordnung. Holzplanken stehen auf Verkauf. Fischproduktion läuft sehr gut, hervorragend.
Sausages sind increasing. Tallow? Ist Tallow Seife? Ne, Soap ist eigentlich Seife, ne? Tallow. Das Rohmaterial für Seife. Hier ist Seife, auch increasing. Das ist alles increasing. Oh, Stahl! Oh mein Gott. Stahl explodiert aber mal richtig. Nice. Sehr schön. Wie schaut es hier hinten aus bei euch so? Wann macht die Segeltuchproduktion? Warehouse anklicken bitte. Nicht ganz so dämlich anstellen. Segel. Nice. Hier können wir auch auf Verkauf ansetzen. Sell, bis wir runter sind auf 30. Decreasing. Sell, bis wir runter sind auf 36. Das ist alles in Ordnung. Wolle, es läuft. Okay. Wie viele Segel brauchen wir wohl für ein Schiff? Wir stopfen auf jeden Fall alle Segel damit an Bord. Die Handelsroute, das funktioniert soweit ja auch. Den Hoffen stecken wir rein. Ja. Und dann erweitern wir gleich endlich mal unseren Hafen. Wir haben jetzt alles an Ressourcen. Oh, wir haben einen hochbegabten Handwerker weniger. Einen Bürger. Life is so-so. Ist in Ordnung, bla bla bla. Dann müssen wir die Schnapsproduktion gleich irgendwann auch noch wieder voranpeitschen, ne? Ist irgendwas decreasing hier? Noch nicht. Gut, und bei euch? Luxusgüter. Nicht die Kirche. So, Happiness. Schnaps ist bei 60%. Vielleicht müssen wir gleich direkt nochmal eine weitere Schnapsdestille öffnen. Sie haben kein Bier, sie sind unzufrieden. Sie würden sich so gerne einen hinter die Binde kippen. Die Kartoffelhütte. Dann hier noch aufs Eck. Something for all seasons. Ja, auch gib mir doch einfach mal irgendwas Hübsches, was ich bauen kann. So. Schnapsbude. Ach, mir ist das Bein nach. Na gut, das ist in Ordnung. Your city has grown uglier. Irgendwas, was die Stadt hübscher macht. Eine Schule. Willst du eine Schule viel hübscher? Wir setzen hier auf jeden Fall eine Schule hin. Wir lieben smarte Bürger. Und hier eine Polizei. Wir lieben brave Bürger. Mal wir drehen. Zack. Oh, ist das auch die richtige Seite der Polizeiwache? Das sieht besser aus. So, schwupp. Das steigert natürlich noch mal ein bisschen so die Kosten und sowas, aber das ist in Ordnung. So. Den Hafen. Wo wir den setzen wir? Hier drüben hin? Setzen wir den hier auf dieses Ende der Insel? Hier vorne. Hier könnten wir was hinsetzen. Hier haben wir noch so eine Küstenregion. Segel Shipyard. So ganz an Rand. Naja, komplett an Rand auch nicht. Depot. Setzen wir mal dahin, oder? Oh, wie fancy ist das denn bitte? Ach, geil. Harbormaster's Office. Setzen wir mal zack dahin. Wir müssen noch ein paar Kanonen bauen irgendwann. Hafen bauen. Okay, cool. Und jetzt hier? Ich kann Schiffe bauen. Ein Kanonenboot und ein Schooner. Bretter und Segel. Flagship awaiting instructions. Zack. There's a charitable heart in there. I'm sure of it. So. Routen. Bla 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 bla. Charter. Charterroute. Okay, es läuft soweit. Warte mal. Die Charterroute, da muss natürlich noch was hinzu. Und zwar noch eine Ware. Wobei, ja, Charter, wir müssen eine weitere machen, ne? Create Route. Charter Route. Selecte gut. Segel. Von hier nach dort. Sobald es 5 sind. 6, 5, 5. Ah, verdammt. Ah, wo ist Finger? Charter, okay. Here we go. Zack. Don't waste your effort. We're dead already. Sie will wieder 55.000 dafür haben, dass sie nicht auf mich schießt. Ich kann... Ja,
Ich habe gerade mal nur 18.000. Ich habe mir gerade einen Hafen gebaut. Und ein Income von 600 irgendwas nur. Lass mal in die Kanonenproduktion übergehen, nicht? Stahl. Steelworks. Also kommt hier noch eine Kanonenproduktion mit dazu. Weapons Factory. Oh yeah. Wie sieht's denn aus mit den Ressourcen? Wir haben das genug, das, Kohle. Kohle geht gerade hart runter, aber Stahl haben wir zu Genüge. Dann basteln wir hier noch so ein Kohle-Chin-Chin. Was fehlt mir denn für das Kohlegerät? Blueprint Mode. Backsteine! Mir fehlen tatsächlich Backsteine, wer hätte das erwartet? Das habe ich nicht kommen sehen. Game say. Ja, da hätte ich gerne vielleicht noch ein, zwei mehr, eben rapide. Ein schnelles Wupp für ein paar Backsteine. Backsteine. Jawohl, jetzt bauen wir hier mal eben die Straße. Okay, wir sind glaube ich jetzt möglichst aus dem Bereich raus. Planting Forest. Hervorragend. Bier. Irgendwo hatte ich hier jetzt aber auch eine Brauerei, ne? Malz. Wie war das jetzt mit dem Malz? Ich habe das schon wieder vergessen von gestern. Malz wird im Malzhaus hergestellt. Welches ist denn hier wohl mein Malzhaus? Bäckerei. Grain Farm. Mühle. Es fehlt hier tatsächlich an Getreide. Wir brauchen noch mehr Getreide. Alter. Das artet hier aber jetzt mal so langsam richtig hart in Arbeit aus, nicht? Schön, wenn ich es direkt dort irgendwo ansetzen könnte, aber das wird schwierig, weil ich hier ansonsten so langsam die Pfade blockiere für den ganzen anderen Kram. Kannst aber hier hin. Zack, eine Straße anlegen. So. Zack, voll, läuft. So, du bist das Malzhaus. Was ist hier los? Viel zu viel. Ach so, das wird nicht abtransportiert. Das ist das Problem. Ich dachte, das Malzhaus hätte das Problem, dass nicht genug Malz reinkommt. Das kann ich nicht weiter upgraden. Wir bauen jetzt auf jeden Fall aus der Not heraus noch ein Warehouse. Ein kleines. Unsere Stadt ist dann jetzt halt erstmal ein bisschen hässlicher. Wayne, dann ist das so. Wayne Industries. Noch 8 weitere kleine Steine und dann geht er ab. Ich habe jetzt aber ganz schön viel Kohle verprasst. Jetzt muss ich erstmal darauf hinarbeiten, dass Geld irgendwie reinkommt. Ich muss mehr Handel treiben, auch glaube ich. Hopfen. Eine Kanone habe ich schon. Und meine paar Segel. Hier 7 Segel. Brauche ich denn direkt Kanonenboote? Oder mache ich da ein bisschen, bin ich hier nicht sofort so aggressiv? Ein bisschen sparsam mit Bußhaftigkeiten. Schwer zu sagen. Schwer zu sägen vor allem. Gucken wir mal hier. Klar, hier fehlt die Anbindung an eine Straße. Das ist auch in Ordnung. Da kann man sich ruhig mal beschweren. Als Hafenmeister. Zack. Das sind jetzt weite Wege, aber ich bin jetzt auch noch nicht dabei, dass ich irgendwie so die übelst große Produktion anlege. Boah, brauchen wir viele Segel dafür. 7 Kanonen für ein Kanonenboot. Uiuiuiuiui. Erstmal ein paar sogenannte Artisanen tatsächlich bis hier. So, dieses Warehouse wollte ich gerne auch noch upgraden, ne? Zack, erledigt. So, wie steht's denn um die Ressourcen? Na, sind sie jetzt auf einem aufsteigenden Ast? Malz. Mehl. Okay, sagen wir mal, es hält sich jetzt erstmal die Waage. Aber so ein paar Pharma-Residenzen muss ich jetzt trotzdem noch hinstoppen. Warum ist? Ich habe hier ein Müh zu viel.
Okay. Pharma-Residenzen. Klingt aber auch echt nobel. Die Straßen dazu. Es müsste ja soweit eigentlich alles passen und funktionieren. Jetzt können wir das hier hinsetzen. Die Straßen reißen wir wieder ab. Plus 15. Okay, cool. It's peculiar here. Verschmutzung, Vulgarity, was kann ich denn da machen? Schlachterhaus, Schweinefarm, Seifenfabrik, achso, okay. Das ist also jetzt zu nah dran, ne? Ist auch mal gut zu wissen. Die ganzen ekelhaften Sachen wollen sie nicht sehen. Ja, ich wäre schon gern so ein bisschen sauber, aber ich will, ich muss mir nicht angucken, wie dies vor meiner Haustür passiert. Nein, nein. Brick Factory, die stört tatsächlich nicht, ne? Needs pollution. Your people dislike pollution. Na komm, da können wir auf jeden Fall noch was gegen machen. Dann setzen wir das, das da hier mal einfach da drüben hin und schwupp. Und den daneben. Zack. Und wir bauen hier noch eben, wir pflanzen hier so ein paar natürliche Bäume. Boah, dann müsst ihr doch ultimativ happy sein. Und was haben wir noch auf Bürgerseite? Yes. Ein Zeitungsstand. Yay, pure Happiness. Mangeras kauft uns Zeitungen. Wow, jetzt nochmal eben hier ein paar tausend ausgeben. Fuck, jetzt muss ich aber langsam mal einen Gang runterschalten. Wir müssen abwarten. Und wir müssen gucken, dass wir vielleicht immer noch eine Insel kolonisieren. Da hinten wäre halt noch was. Da könnte ich mich nochmal richtig austoben. Hier, ihr so. Mal mit dem Handel. Ich glaube, wir setzen den das noch ein bisschen tiefer. Wow. Okay, wir können auf jeden Fall noch eine Segelfabrik bauen. Das kann noch weiter runtergesetzt werden. Ordentlich hier alles verhökern, was wir nicht brauchen. Was? Wir haben hier 10 Kanonen? Warum haben wir hier 10 Kanonen? Ich meine, ist nice, aber ey, wozu? So, kommst du mal hier rüber gefahren. Einfach mal herschibbern. So, haben wir hier denn jetzt schon ein bisschen was? Wir können. Tut mir jetzt ein Trade Ship with Medium Size Cargo holt. Das bauen wir mal. Unser erstes selbstgebautes Schiff wird bald von den Staffellauf machen. Jaha. Noch ein Segel. Wir treiben hier jetzt einfach mal die Segelproduktion noch ein Stückchen weiter voran. Ey, wer weiß, wie viel das später wird. Was wir alle an Segel brauchen werden und so weiter, nicht? Also, da wäre ich lieber gut vorbereitet, anstatt nachher das Nachsehen zu haben. Ein Warehouse. Können wir hier wohl auch noch gebrauchen. In der Ecke. Das eine sieht ganz schön ausgelastet aus. Zack. Upgrade. Brupp. So. Du bist nicht meins. Charter costs 50. Oh, what the fuck. Ja, da kann ich zum Glück hier, sobald mein erstes eigenes Schiff fertig ist, da hinten. Das dauert auch nicht mehr lange. Sobald es fertig ist. Woo! Hier kriegst du die alle rein. Und was nehmen wir noch mit? Irgendwo was hatten wir noch? Malz. Okay, der Malz wird gerade abtransportiert. Die Kanonen lassen wir da mal. Ich weiß noch nicht, vielleicht brauche ich die auch mal für Verteidigungszwecke. Lassen wir da erstmal stehen. Rudder! Potato Farm. Die süße kleine Kartoffelfarm. Neighborhood Watch. Oh, sie geht fast bis hier hinten hin. Aber hier gar nicht. Muss ich vielleicht noch eine Polizei bauen? Wo war denn hier die Feuerwehr? Die habe ich doch. War das die Feuerwehr? Fire Station. Jo, hier ist alles abgedeckt. Bis da hinten. Ein geiler Radius. Hier ist auch alles abgedeckt. So, was sagt ihr denn? Was sagt eure Revenue? Ihr habt immer noch Pollution. Happiness. Minus 1. Der Schweineschlachthof, das ist aber hier oben. Sonst haben wir aber eigentlich kein Produktionsgebäude. Ja, das ist jetzt ein bisschen nah ran vielleicht. Tut mir auch voll leid und so, aber... Hauptsache, ihr habt genug Schnaps, oder?
kommt das Schiffchen. Und wie sieht's hier aus mit dem Schiffchen? Was ist das überhaupt, die Overall Storage Capacity? Ach, hier, da kann ich was reinstecken in den Hafen Master's Office. Damit dem besser wird. Madame Klufli, Cauliflower, Madame Kahina. Ich kann mir das einfach nicht merken. So, das hier dürfte aber... das ist gleich fertig. Nice. Und ja, wir gucken uns den Staffellauf natürlich an. Ship construct. New orders. So, Routen. Charterrouten. Löschen. Create route. Trade routes. There are no ships assigned to this route. Wir nehmen natürlich Orpheus, unser neues Schiff. Woo! Trade route. Von hier auf das Schiff. Geil. Aha. Accept. Und auf das Schiff. Malz. Wo war Malz denn? Das grüne Zeug da. Accept. Nach dort. Vom Schiff runter und vom Schiff runter. Zack. Läuft. Accept. Woo! New orders? Zack. Nochmal Bums an Segeln hier. So, und was brauchen wir? Was ist das denn? Ups. Ah, schon wieder hier verklickt, verdammt. Was ist das? New orders? Du hast ein paar Segel aufgesammelt. Mensch, wo kommen die denn her? Ah, weil ich die Handelsroute aufgegeben habe, oder was? Ja, schmeißen wir schnell hier ins Lager. Passt soweit. So, was haben wir denn? Wie viele Kanonen haben wir? 7 Kanonen. Ich kann mir jetzt hier oben in meiner Werft ein Kanonenboot bauen. Doch nicht. Ich brauche noch ein fucking Siegel. Ah, das kommt. Das ist unterwegs. Wie sieht es hier sonst aus im Lager? Das ist soweit in Ordnung. Nichts mit zu großem Überschuss. Brot läuft. Stahl. Das mit dem Stahl ist perfekt, ganz ehrlich. Na, ich kann auf der Insel wohl hier mal noch so ein... Zack. Workers. Für die Bierbrauereikunst. Noch eine Hopfenfarm. Brauchen wir nämlich dringendst. 2. Und voll. Und du? Zack, auch voll. Wir brauchen einfach jetzt die Hardcore-Hopfenproduktion. Ach shit, es steht auf Einkauf. Purchase, Sell. Ich will hier nicht die Waage halten. Ja, mag es, dass er noch mehr dieser Stärke in mir sieht. Das ist cool. Ja, ich mag auch meine Stärke. Jetzt mal hier. Zack. Ist hier irgendwas? Und da sind wir auch auf einem aufsteigenden Ast. Zack. Ja, na, weniger soll es aber auch nicht werden. Also hier will ich eigentlich nichts verkaufen. Es sei denn, es geht hier nachher zu rapide, zu hart nach oben. Greatly increasing. Steel. Weapons. Greatly increasing. Steel beams increasing. Und ihr so, ihr könntet tatsächlich... Oh, ihr könntet aufsteigen. Aber das mache ich nicht. Noch nicht. Wir setzen hier irgendwo... Was war das? Trade Union. Hatten wir schon. Eine Feuerwehr, bitte. Setzen wir hier einfach noch mit ran. Dürfte soweit ganz gut passen. Und ein Pub hätten sie auch gerne. Das wissen wir noch. Und ein bisschen mehr Green Stuff einfach. Da. So. Straße stumpf runter. Schauen wir hier. Ja, da haben wir das jetzt halt so. So, ein bisschen was zum Aufverhübschen noch. Oder, warte mal, eine Kirche? Wie hier oben noch. Demolish. Zack, erstmal wieder eine Runde abreißen. Ah, schön gezielt. Nicht, dass ich irgendwas abreiße, was ich nicht abreißen will. Achso, da passt es tatsächlich wegen der Straße nicht.
Braucht ganz schön viel Platz im Glaubenshaus, nicht? So, hier, ihr seid am Ausbilden. Dann setzen wir die Kirche einfach hier ran. Oder hier. Ja, schön hier, alle feingläubig und sowas. Wir machen das jetzt einfach so. Wir haben Polizei, Feuerwehr, Kneipe, Schule. Klang so, als würde sich nicht was jetzt. Schule? Oh, das können wir ganz relativ smart ausnutzen, würde ich mal sagen. Na, jedes zweite Straßenelement einfach mal hinwegbrechen. Es ist immer noch alles fein connected. Aber dann können wir hier nämlich. Zeitungshütte. Bäumchen. Die Leute lieben Bäume. Zack, machen wir hier alles hübscher. Unter 10.000 sind wir mit der Kohle. Fuck, und hier. Es ist im Moment halt alles einfach nur teuer. Wir bauen jetzt noch mehr Farmer. Farmers. Ich bin ein Farmer. Ich bin geboren auf dem Land und melke Kühe. Sorry, aber die kriege ich auch einfach nicht aus meinem Kopf raus. So, hier nochmal. Oh, das passt hier richtig gut. Zack, schön noch hier die Straßen wieder ziehen. Die Leute hier lieben ihre Straßen einfach. Zack. So, da muss ich aber noch drauf achten. Brauche ich hier denn vielleicht nochmal mehr Schnapsproduktion? Wenn eigentlich die Kartoffel, letzte Kartoffelbude, die ich hier noch hingeballert habe, müsste eigentlich langen. Schnapsdistillerie. Schauen wir mal. Kartoffeln. Gleichbleibend. Fusel. Tatsächlich steigend. Das habe ich auch noch nie gehabt. Ey, das ist ein großer Erfolg. Ich produziere mehr Schnaps, als die Leute saufen können. Das ist eigentlich. Das müsste Meilenstein sein. Ich habe bis jetzt immer noch zu wenig Fusel gehabt. Jetzt sind die Leute endlich mal happy mit dem, was da reinkommt an Stoff. Woo! So, was ist hier das Problem? Grain. Ich habe doch aber hier noch mehr Weizenproduktion an Start gebracht. Grain Farm. Achso, ja, die Mühle habe ich, das habe ich fälschlich Art und Weise gebaut. Aber das ist auch in Ordnung. Malzhaus. Okay, das läuft. Ja, lassen wir die Mühle mal auf halber Produktion laufen. Das ist noch in Ordnung, soweit würde ich meinen. Die ganzen Fischerhütten. Also ich möchte hier eigentlich niemanden zum Artisan aufwerten, ganz ehrlich. Ich müsste hierhin noch ordentlich expandieren eigentlich, mit der Bauernsiedlung. Aber dann sind die nachher zu nah ran da, wenn das erstmal losgeht. Hier Ölfelder, ne? Ich kann maximal bis hierhin gehen und dann hier noch so Weizen und so was hinsetzen. So Kartoffeln, Weizen und was ist dort? Fur Abundance, okay. Ich würde ja tendenziell schon gerne in die nächste Stufe aufsteigen. So, wir bauen uns ein Kanonenboot. Fuck yeah. Da könnt ihr mal gucken, wie ihr bleibt, wenn der Mageras richtig hart loszieht, Leute. Sink Deposit. So, Hafenanlagen. Cannon Tower, Defense Harbor from Enemy, Medium Range Accuracy. Beautifies the Harbor Area. Das macht den Hafen hübscher. Da kann ich es bauen und da. Was ist das? Warum? Was ist das für ein Bereich? Ist da, muss das eigentlich theoretisch frei bleiben oder was will er mir damit sagen? Jo, dann machen wir das doch mal ein bisschen hübscher hier. Ich mag es, wenn es hübscher ist. Zack. Oh, es frisst mich. Okay, sie ist wieder nice zu mir. Dann bin ich auch nice zu ihr. Zack. Da gehen Steine flöten. Steine, Steine, Steine. Steine, Steine, Steine. Oh. Oh, da ist jemand steigt. Und zack, wird erstmal eine Runde gekotzt. Steine, Kanonen. Die Kanonenproduktion läuft so ein bisschen schleppend, ne? Dann bauen wir doch noch eine. Eine Cannon Facility. Nein, wie heißt das? Weapon Factory. Ja. Warum ist es da rot? Ach, weil mir Steine fehlen. Steine. Stehen wir noch drüber. Also ich bräuchte jetzt eigentlich eine weitere Siedlung, die ich über Farmer
billige Arbeiter zu Artisanen aufwerten kann. Ich möchte echt gerne in die nächste Stufe, aber ich habe auch ein bisschen Schiss vor dem Bedarf, der da kommen könnte. Es wird jetzt nicht gerade wenig sein, ne? Ich will aber auch die Kanonenproduktion vorantreiben hier. Verdammt nochmal. Ich brauche erstmal Steine, dann kann ich über alles andere nachdenken. Weil ich hole mal, Quatsch, mein Flaggschiff hier rüber. Alle Steine jetzt gerade rausgeballert. Das war vielleicht nicht der smarteste Move. Verkauft, steigt immer ordentlich an. 32 Segel, das ist hervorragend. Wird verkauft, steigt anscheinend, steigt extrem an sogar, steigt auch extrem an, steigt alles extrem an. Das ist sehr gut, wenn das extrem voran ansteigt. Game saved. Ja Mann, game saved. Stimme kommt mir bekannt vor. Game saved. Und ist auch so erhaben, nicht? Hier, bis hierhin geht so die Verschmutzung. Wir können hier vielleicht noch eine Reihe machen. Und dann können wir hier alles vollstopfen. Es deteriorated over time and disturbed in your mangle an. Was? Ship constructed. Woo! Kanonenboot. She's small, but she's keen. We'll tack there in no time. Ja, geil. So, wo war ich? Ja, genau. Also die Produktionsstätten für Glück kann ich hier hinten noch hinmachen. Hier bis maximal, also die Reihe noch voll mit den Bürgern für normale Arbeitskräfte. So, ich will mal sagen. Hier bauen wir jetzt erstmal eben die Bürger zu Ende. Dass wir unsere regulären Arbeitskräfte noch haben, weil ich werde halt irgendwann die Schnapsproduktion vorantreiben müssen und sonst Dingbums. Da will ich dann nicht nachziehen müssen. Deshalb machen wir jetzt also einfach mal ready. Dass wir auf das Schlimmste vorbereitet sind. Nach hier oben hin können wir auch noch expandieren. Bürgerhäuser. Hier ist. Zack. Fetid, festering filth. Hier. So, da ziehen wir einfach ein bisschen nach oben hindurch, glaube ich. You're tying the knot. Never. Dry wall fell on her. So, jetzt haben wir das fertig. Einmal runter. Schön mehr Leute ranholen. Arbeitskräfte. Zack, und dann bauen wir hier einfach nochmal ein bisschen was. Guck mal, hier ist Rasen. Und dann bauen wir noch eine Zeitungsstube. Damit ihr was zum Lesen habt. Newspaper. Paper Tommy. Er ist ein guter. Paper Tommy kümmert sich um seine Leute. Hier hinten könnte ich eigentlich auch schon mal ein Warehouse hinsetzen. So, was haben wir hier? Wie schaut das aus? Warum habe ich mein Flaggschiff eigentlich hier rüber geschickt? Was macht es da? Wie sieht es denn hier aus im Lager? Was haben wir so? Work is closed. Da gehen die Klamotten zu Neige. Ach je. Guck mal, hier können wir ein paar Steine rüberpacken. Hi, hi. Kannst du rüberfahren? So, zack, zack. So, schnell da rein. Mal im Schaum, wie sieht's denn aus mit Wolle? Wolle ist greatly decreasing, das entfernen wir jetzt mal eben. Zack, wieder nicht mehr verhögert. Das ist gut. So, schau mal, hier müssen wir dürfen jetzt hier nicht die Bevölkerung irgendwie. Ja, Happiness. Oh, ganz gut zufrieden hier, ganz gut zufrieden. Keine Schule, kein Bier, kein gar nichts, aber glücklich. Oh, es regnet hier einfach überall, auf der ganzen Map. Auf jeder Insel, auch hier hinten. Tatsache. Ready? So, du siehst ein kleines Kanonenboot. Hat denn hier irgendjemand mal inzwischen vielleicht eine Quest für mich? Hier ist tatsächlich eine Quest. Deception. Wo bist du, sexy Flaggschiff? Sails. Wenn wir die Siegel gesetzt, ach, wenn wir die... Guck mal, hier können wir gleich auch noch so ein Hafengelöt hinbauen, diese Mauern. Damit das hübscher ist. Please don't leave your crate unattended, sir. Ready for assignment.
Achso, du bist gar nicht das Flaggschiff. Oh, warte mal, du musst es aber hier gleich irgendwo kommen. Da. Können wir gleich entleeren. Ich glaube aber, ich möchte hier tatsächlich einmal eben ein paar Kanonen hinbauen, damit ich ein bisschen... Ich muss mich sicher fühlen. Da. 10 Kanonen kostet ein so ein Ding, ey. Alter Schwede. Stahl... Stahlbarren, alter Schwede, guckt euch das, Mann. Ich kann gleich noch eine Kanonenproduktion bauen. Zack, fertig. So, und du fährst mal eben hier hin. Der hat nämlich eine Queste für uns. Ich habe schon länger nicht mehr geguckt, muss ich leider zugeben. Geguckt. So, Kohle. Wie steht's denn? Kohle läuft auch noch ordentlich. Dann brauchen wir jetzt noch so eine Kanonenproduktion. Noch eine Waffen. Factory. Weapons Factory. Game safe. Game safe. Musst du dich halt am Warehouse bedienen. Wir brauchen, glaube ich, noch mal ein paar... Ah, ihr hört diese schweren Geräusche in der harten Industrie, ey. Und richtig übelst alles verschmutzt. Fürchterlich, aber ich wäre auch cool, ganz ehrlich. Zack. So, jetzt möchte ich hier oben ja ganz gerne... Es kostet mich zwar auch wieder ordentlich Kohle. Aber... Dafür schaut es halt auch einfach echt gut aus, ne? Und schon wieder keine Steine mehr. Falcon ready. Ja, ja, was auch immer. Goddamn. Ach, der Name der Siedlung ist aber auch einfach Zucker. So, hier, den Platz lassen wir uns einfach mal, falls wir noch mehr Gebäude brauchen. Jetzt müssen wir unsere Siedlung erstmal noch erweitern. Normale Straße da hoch. So, die belassen wir jetzt. Machen wir dieses System weiter, das System. Den lassen wir es laufen. Oder das System. Damit es noch gut passt. Wobei, ein bisschen Asymmetrie ist ja eigentlich auch ziemlich geil. Ich glaube, ich bleibe dann hier erstmal bei dem System. Soweit wie die Polizei reicht. Zack, Pharma-Residenz. Soweit die Polizei und Feuerwehr reichen. So. Und schon wieder verrutscht. Ja, da haben, mit Genauigkeit habe ich es halt auch einfach nicht so. Ich bin ein alter Mann. Akkurat ist nicht mein Name. Zip. So, jetzt muss es hier aber rapide vorangehen mit dem Bauern. Wir müssen aber auch auf die Bedürfnisse achten. Happiness. Island Average. Also ihr hier habt... Eure Klamotten, es wird langsam weniger. Klamotten und Schnaps wahrscheinlich. Schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Klamotten, ne, Klamotten steigt so ein bisschen an. Kartoffeln, oh, Schnaps geht runter. Siehst du, sag ich doch, gehen wir jetzt mal hier schön wieder in die Schnapsproduktion. Ey, was auch sonst. Es konnte nicht lange anhalten, dass ich tatsächlich mehr Schnaps produziere, als die alten Saufziegen sich dahinter ballern können. Jetzt ist der Punkt erreicht, wo sie sagen, no, wir brauchen mehr Schnaps. Schon wieder. Hätte auch einfach einmal schön laufen können, nicht? Aber nein. So, hier, die Zille hinsetzen. Kartoffelfelder. The land can only be farmed if there are enough fields. We must plant them. Limit Reach. Ja, ja, ich habe doch schon alles geplantet. Der hatte eine Quest. It's deeply trivial, but I dare say that won't bother you. Was? Ich bin gerade mal eben wieder hier im Plusbereich. Nein, du kannst mich mal. Die Quest lehne ich ab. You outdo yourself. Bist du hier, Hannah? Wer bist du? Du bist das Schwarte. Oh, Hannah ist dann hier vorne um die Ecke, wa? Hat auch inzwischen eine Quest. Nee, oh, Lady Jorgenson. Ach Mensch, die ist super. Perhaps it'll mean journeying to the center of the earth. Ja, ey, eine Quest. Find Black Bear. Okay, okay, ich habe eine Quest. Oh mein Gott. Wie mache ich das? Wie finde ich die Tiere? Ah! How? I don't know. Quest Details. Wolf und Schwarzbär. Warte mal. Wie fange ich ihn sowas wohl? Ein Bär war auf dieser Insel und hier habe ich auch Wölfe gehört. War das wahrscheinlich nur ein Braunbär, oder? Find Blackbear.
Oh, come on. I'm here if you need me. Deception, fahr mal hier rüber. Vielleicht hat sie was im Verkauf. World Map. Schwarzbär und Wolf. Okay, wie mache ich denn nochmal? Wie starte ich wohl eine Expedition irgendwo hin? Da bin ich schon. Da will ich hin. Die Oddworld. Du bist ein Schwarzbär. Du bist hin auf der Insel. Also ich muss hier hinten hin. Was sind das für Grouped? Patrol, Order Ship Tour. Nein, möchte ich nicht. Game safe. Wir setzen hier wohl eine Expedition oder so was hin. Diplomatie. Krieg mit der Piratentante. Peace. Peace mit denen allen. Oi. Ja gut, was wäre das Spiel auch ohne anständige Rätsel, nicht? Happiness, sie sind super glücklich. Ja, sie sind Pollution. Happiness minus 1. Wo ist hier denn bitte Pollution? Oder zieht das von da hinten schon rüber? Ja, dann müsst ihr aber eigentlich glücklich sein, ne? Ihr habt auch Pollution-Probleme. Ich habe doch extra schon in eine eigentlich gute Richtung expandiert hier. Was stimmt nicht mit euch? Auch Pollution. Oh, die komplette Insel ist traurig wegen Verschmutzung. Fuck. Das ist natürlich ein bisschen scheiße. Da bauen wir doch erstmal ein Kriegsschiff. Man kann nie genug Kriegsschiffe haben. New orders? Sails! It's every person's right to change their mind. Ja, sorry, mein liebes Kind, aber ich weiß nicht, wie ich das mache. Ich weiß nicht, wie ich hier einen Bären von der Insel mitnehme. Vielleicht bin ich dafür einfach auch noch zurückständig. So, wir bauen hier auf jeden Fall noch ein paar Häuser. Stumpf einfach hoch. Zack. Hier noch vier. Und dann weiter gehen wir aber nicht. Weil dann fängt nämlich der Polluted, die verschmutzte Area an. Da. Also das, was sie eklig finden. Für unsere Seife töten sie Schweine. So, Schweinefarm. Oink, oink. Seifenhütte. Ne, Quatsch. Schweine-Ausschlachthütte, whatever. Seifenhütte habe ich jetzt gerade ja gebaut. Zack. Das ist das Warehouse hier. Ah, mir fehlt's an Holz zum Upgraden. What? Aber die Kohle kommt langsam wieder, steigt. Das ist hervorragend. Wir verkaufen keinen Fisch mehr, wir verkaufen kein Holz mehr. Steine verkaufen wir nicht mehr. Lehm können wir noch weiter verkaufen. 48 Siegel. Unfassbar geil. Oh, wow. Ich glaube, ich muss tatsächlich beim Stahl mal so ein bisschen... verkaufen, runter auf, bis wir bei 150 sind oder sowas. Seifenproduktion, es rast alles. So, haben wir jetzt genug Holz? 20 Holz. Oh, ein Holz fehlt uns noch. Ein Holz und dann haben wir es. Ist das aufregend. Schön vorsorgen, für wenn wir die Bürger hier alle mal hochkatapultieren. Ins nächste Level der Existenz. Schwupp. Fish decreasing fast. Bist du da wohl sicher? Wenn noch eine Fischerhütte bauen, ist jetzt ja nicht das Problem, ne? Ich habe jetzt ja gerade auch wirklich viele Bauern, das stimmt wohl. So, Segelproduktion. Ich glaube, wir können ja auch mal sagen, wir können jetzt ein paar Segel verticken. Klamotten. Es läuft alle. Es geht rapide runter, das passt alles. Okay, schön. Wir könnten hier vielleicht die Bevölkerung nochmal erweitern. Hier sind sie. Was ist das?
Oh, die Lager sind voll. Doobie, doobab, Ich habe ja auch nur ein Warehouse für die alle, ne? Warehouse. Boah, jetzt müsste es alles wieder besser ausschauen. Flaggschiff, wo bist du jetzt? Warte, ich habe dich hier unten irgendwo hingeschickt, ne? Hi, hi. An especially exclusive assignment. Okay, habe ich jetzt Cancel gedrückt? War das vielleicht die Belohnung tatsächlich? Es gibt Liquid. Zu dem Namen sage ich jetzt mal nix. Fusel. Ihr seid unglücklich, weil es verschmutzt ist. Marktplatz ist ein bisschen weit weg. Er ist ja gar kein Problem. Marktplatz kann ich euch hier mal hin teleportieren und schwupp, seid ihr happy people. Und dann sagt ihr, because I'm happy. Game safe. Zack, erstmal hier ein bisschen aufwerten. Na schade, die können wir noch nicht. Hier auch noch nicht. Morgen mangelt es euch den Klamotten so ein bisschen, ne? Die Insel da unten würde ich vielleicht gerne noch erobern. Erobern. 833 Bauern, 108 normale Arbeiter. Was ist das? Zu wenig Holz. Ich hätte aber, glaube ich, tatsächlich gerne noch so ein kleines Transportschiff. So. Emerald Strikes. Dann warten wir nochmal schön auf die Holzproduktion. Was ist hier jetzt? Achso, ihr seid das hier, klar. Das sind Wale. Oh mein Gott, wie geil. Ich glaube, wenn ich auf Artisan upgrade, dann habe ich auch direkt erstmal ein bisschen was, was mehr so hier, für Verschönerung, für die City. Dass die Leute auch mal sagen, Mensch, das ist ganz schön hier und nicht so, Irks. That blooming turnip was the size of her